Schon am frühen Donnerstagmorgen herrschte im Gotsche-Camp in Bitterfeld ein Kommen und Gehen. Grund dafür war die Rückgabe des Geländes von den bisherigen Betreibern Beate und Olaf Köppe an die Besitzer des Geländes, die Stadtentwicklungsgesellschaft Steg. Im Beisein einer Gerichtsvollzieherin wurden die Schlüssel zurückgegeben. Das Gotsche-Camp ist an den Inhaber, die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen, herausgegeben worden. Also wir haben ja über 5 Jahre, fast 6 Jahre geklagt. Es ging um die Kündigung des Pachtvertrages und heute ist praktisch diese Rückgabe vollzogen worden. Die Schlüsselrückgabe erfolgte vorerst nur für die gewerblich genutzten Räume. Zur Räumung ihrer auf dem Gelände befindlichen Wohnung hat Familie Köppe bis zum 24. Mai Zeit. Die Steg wird das Camp ab sofort in Eigenregie betreiben. Zunächst sollen alle technischen Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Mittelfristig soll sich ein neuer Betreiber finden und das Camp weiterentwickelt werden. Es muss ja jetzt nun endlich auch diesen Sprung geben. Dazu bedarf es sicherlich auch verlässlicher Partner, Investoren, die dann sagen, jawohl, ich will dieses Camp dann endlich dazu entwickeln, wo es schon immerhin entwickelt werden sollte, nämlich zum Vier-Sterne-Camp. Das bedeutet ja auch zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur. Die auf dem Gelände verbliebenen Dauercamper werden am Freitagabend über die Änderungen informiert. Familie Köppe hat indes schon eine neue Aufgabe. Sie wird ab Sommer das Strandbad in Sandersdorf betreiben.